Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Der Tyrone ist wieder mit dabei. Hallo! Ja, und heute gibt es schon die Kapitel-Review zu Ganji Kapitel 9. Ganz G Kapitel 9. Denn ich hatte mir die Miracle Jump gekauft. War wieder ein sehr guter Kauf. Na, die Miracle Jump, das kommt später nochmal. Ihr habt ja schon mal eine Review gesehen. Später gibt es auf dem Kanal von Tyrone noch eine. Und ja, ich wollte mal sagen, weil wir die schon hier haben, gibt es natürlich auch als erstes ein kleines Bild aus Ganji. Boah, was machen wir denn hier? Einfach mal die schöne große Seite. Die einzige, die vorher im Netz war. Vorher im Netz war, ja. Na, wir sind freundlich. Ja, gut, worum geht's? Also, ihr wisst ja noch, wie das Kapitel aufgehört hat. Beim letzten Mal, da stand hier die Blonde vor dem Haus. Vor ihrem Wohnhaus vermutlich, ja. Und wie man sich schon im Spoilerbild, was damals gepostet wurde, hätte denken können, ja, wer kommt sie wohl nach Hause und ihre Mutter wird wohl gerade vom Vater, Stiefvater, ihrem Partner, ja, ordentlich verdroschen, muss man sagen. So hört sich das auf. Gut, die sollte wohl irgendwas kaufen gehen, hat sie wohl nicht gemacht. Bier wahrscheinlich. Vermutlich, da bin ich irgendwie, da steht nur, dass ich was kaufen sollte. Bier. Vermutlich, ich meine, der Typ sieht aus wie ein Alkoholiker. Der sieht aus wie Gons Vater. Ja, nur Rons Vater hat irgendwie noch Stil. Okay, nee, ein perverser alter Mann. Also, ja, dann versucht er sich, ich denke mal, deshalb ist es nur der Stiefvater, sich an Kachi ranzumachen. Das gefällt dir natürlich nicht so gut, ist klar. Und sie bekommt erstmal eine gescheuert von ihm, was ja links nichts ausmacht, da sie diesen Ganzanzug anhat, denn der macht einem gegen normale Schmerzen recht Resistenz. Ja, dann wird allerdings erstmal wieder zurückgewechselt, nämlich zum Training, wo Kuruna mal wieder gelobt wird von Fujimoto. Hast du gut gemacht, Kuruna, hast du gut so gemacht. So ungefähr. Und die Veteranen erklären, wie der Anzug funktioniert. Ikigami passt das natürlich nicht, dass Kuruna wieder gelobt wird. Oder der zeigt ihm wohl noch irgendwas extra. Und ja, der wirft einen Kühlschrank durch die Gegend und zerbricht eine Metallstange. Und da, um die Kraft des Anzugs zu demonstrieren. Und damit ist dieser Trainingspart auch schon wieder vorbei. Der nächste Teil des Kapitels spielt in der Schule im Sportunterricht und Kuruna und Ikigami prallen aufeinander. Ikigami verletzt sich irgendwie. Moment mal, war da nicht noch dazwischen, wo du gesehen hast, der bricht doch die Metallstange durch und dann siehst du auch, wie die Blonde ihren Vater den Arm bricht. Der Arm brechen, ich glaube nicht, dann hätten die noch mit mir dazu. Gut, das ist halt parallel. Das ist halt so eine Szene, die zähle ich jetzt einfach mit dazu. Jedenfalls dann beim Sportunterricht, Ikigami und Kuruna treffen aufeinander, Ikigami tut sich weh, die fällt irgendwie hin und Kuruna soll ihr irgendwie helfen. Dann kommt es natürlich zum Zickenkrieg zwischen den beiden, als sie aus der Sporthalle draußen sind und Ikigami ja, greift Kuruna mehr oder weniger an und stößt diese gegen die Wand, dass Kuruna zu Boden geht und ja, ich würde sagen, das ist wieder eine Szene wert zu zeigen. Ist das überhaupt ein Zickenkrieg, wenn nur die eine zickt? Hier haben wir erstmal wieder einen Fujimoto, der die Kuruna lobt. Und hier haben wir wieder Ikigami, die beleidigt ist. Und wir sehen ja dann auch schon hier, wo die beiden Basketball spielen. Ich sage, ist es überhaupt ein Zickenkrieg? Die beiden Kuruna will ja von denen gar nichts. Kuruna will nichts, nee, die will einfach nur im Frieden leben. Ja, dann begegnet sie noch Kachi in der Schule. Die unterhalten sich auch kurz. Sie fragt Kachi, ob Kachi dann mal wieder zum Training erscheint. Denn die war ja, wie wir wissen, kam die nicht mehr zum Training. Aber sie weiß es halt nicht. Dann beginnt quasi auch die nächste Nacht sozusagen. Und Kachi kommt wieder nach Hause. Und ja, da ist auch wieder ihr Stiefvater. Der hat wohl irgendwie randaliert mittlerweile. Und greift Kachi dann mit der Baseballkeule an. Die Schläge machen ihr jedoch nichts aus. Da sie einen Anzug trägt. Und am Ende sieht sie mehr aus wie Selbstverteidigung. Schleudert sie den Typ aus dem Fenster. Und ja, gut, dann ist es halt etwas. Ja, der fliegt da runter. In Kapitel 7 ist eine vom Dach gefallen. Der fliegt jemand aus dem Fenster. Und wie wir ja schon sehen, fällt er runter und natürlich kommt ein LKW. Ja, und das war's. Die müssen ganz viel in Japan nachts rumfahren. Normalerweise kommt es auch an, was für ein LKW ist. Wenn es ein großer ist, dann schon. Dann fahren die natürlich nachts, das ist bei uns genauso. Mhm. Weil die Strecken dann frei sind. Oder wenn es irgendwo weiter hingeht. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Nee, gut. Also, ja, damit ist das Kapitel leider auch fast wieder vorbei. Die letzte Szene zeigt nur noch hier, Miyazaki heißt sie, glaube ich. Also die Brillenschlange. Wie die mal wieder im Internet surft. Und irgendwas steht ja über Kuruna.
Jedenfalls ist Brillenschlange geschockt, aber ein bisschen vorher sehen wir noch, wie das Underground Idol irgendwas postet. Ja, damit war das Ranji-Kapitel. Ich vermute, dieses Underground Idol wird irgendwelche Lügen über Kuruna posten und darum wird es dann im nächsten Kapitel gehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was denkst du? Ja, denke ich auch. Da wird sowas irgendwie, Kuruna hat mit dem Lehrer gefickt. Auf jeden Fall denke ich mal, dass hier dieses Underground Idol scheint ja schon wirklich was gegen Kuruna zu unternehmen, während die Ikigami. Ich habe dies bis jetzt noch mal so gesehen. Also ich habe nicht erst jetzt. Und ja, gut, Underground Idol scheint aber in der was zu machen. Wir wissen es noch nicht. Aber Underground Idol ist allgemein ein ziemlich zielsichtiger Charakter. Einerseits so, dieser perverse alte Typ da. Ja. Lass mich mal in Ruhe, ey. Ja, jetzt schau der Kuruna an. Das geht ja gar nicht. Der perverse alte sagt soll mich anziehen. Ja, genau, das ist ja, halt. Ganz komischer Charakter. Oh, und ja, die macht da. Ja, wie gefiel dir das Kapitel? Das war super, war wieder ein gutes Kapitel. Wir haben das Kapitel schon ein paar Mal angeschaut. Anfangs, ja, mittlerweile muss ich sagen, ist ein sehr gutes Kapitel wieder. Es war nicht so gut unbedingt wie das letzte. An sich ist wenig passiert. Die Stelle mit der Aufklärung und dem Anzug, das hätte man auch ins letzte Kapitel auf 2-3 Bildern abfertigen können. Denn letztendlich haben wir in der Mission bereits gesehen, wie der Anzug funktioniert. Und das hätte man auf 2-3 Panels im letzten Kapitel machen können. Da hätte man hier wieder noch Zeit gehabt für etwas mehr. Der Part mit Kachi gefiel mir sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie es mit der weitergeht. Und mal schauen, was jetzt im nächsten Kapitel passiert. Müssen wir jetzt abwarten. Ist schwer zu sagen. Beim letzten Mal hatten wir diesen Cliffhanger mit Kachi. Mhm. Diesmal haben wir diesen Cliffhanger, dass irgendwas im Internet gepostet wurde. Oh. Allerdings, ja gut, weil ich frage jetzt, was man jetzt halt daraus macht. Wie gesagt, ich denke mal, in den nächsten 2-3 Kapiteln wird die nächste Mission losgehen. Das Internet vergisst nie. Ja. Vergisst das nichts. Wieder gibt es noch diese ominöse Website, ob da Brillenschlange mal draufklickt. Und dann ist das die ganzd.com-Seite. Und wieder von Nishi, der hat ja eine Pflanzwebsite entwickelt. Ja, aber das glaubst du nicht, dass das 7 Jahre bevor hat er schon eine ganzwebsite angelegt. Und ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, dass das nichts mit ganz zu tun hat. Aber Anspielungen gibt es dann, Reika gab es auch als Anspielung. Ja, aber da müsste es ja Nishi ja, naja. Theoretisch, nee, ich glaube, das werden wir dann halt sehen. Aber tatsächlich die ganze Website los und würden wir nicht wundern, wenn da irgendwas. So eine urbane Legende. Würden wir nicht wundern, wenn das irgendwie was wäre, aber okay, um die Seite geht es leider aktuell nicht. Aktuell wird irgendwas über Kuruna gepostet. Was wir sonst aus dem letzten Kapitel wissen, ist, dass hier der Präsident dieser Busgesellschaft, der wurde verhaftet. Ah, stimmt, ja. Aber war, okay, weil der Busfahrer vermutlich eingepennt ist am Steuer. Ja, wir wissen ja nicht, was mit dem war. Ja, ich denke mal, das wird irgendwann noch aufgeklärt werden. Und dafür bist du als Dings verhaftet, wenn dein Fahrer... Wir wissen, da ist ein Problem, auf dieser Seite soll die Wahrheit stehen. Vielleicht, man kann jetzt viel, ja, da kann man auch noch nicht so viel spekulieren. Vielleicht, ja, es ist noch zu wenig raus, was mir auch schon wieder auffällt, ist, dass die Mädchen, die Veteranen überhaupt nichts fragen, denn vielleicht wissen die Veteranen mehr, die haben ja schon ein paar Punkte bekommen. Naja, gut. Gut, würdest du gerne was aus dem Leben der Veteranen sehen? Ja, es wäre mal ein bisschen netter zu wissen, wie die privat so sind. Das wäre mal, wenn man. Der eine möchte hier einen Rahmen essen. Den ganzen Tag. Der ist nichts anderes. Der isst so viele Rahmen, der wird nachher eine Rahmensuppe. Ja. Nee, aber. Aber im anderen wissen wir halt nichts. Wir wissen nur, dass er eine Rahmen mag und dass die sich schon lange kennen. Und dass sie sich gegenseitig einmal wiederbelebt haben. Sind die dann ein schwules Pärchen? Das Gerücht gab es tatsächlich mal, da wurde tatsächlich irgendwo diskutiert. Ja. Aber Kato belebt Kuruno ja auch wieder. Und Kuro und Kato wiederbelebt. Wollen wir denn, dass es da genug Fansachen von den beiden gibt? Interessanterweise gibt es das zu wenig. Ach was. Es gibt viel zu Nishi und die Zumi. Ja. Aber machen wir weiter. Ja, genau. Durch den Nishi, super. Ja, wie gesagt, das war das Banshee-Kapitel. Und ach, ich sag doch nochmal eine Seite. Ja, sonst wird die Miracle-Jump nicht mehr so oft aufgemacht. Ja, das stimmt, denn ich muss sagen, ich habe nur das Banshee-Kapitel gelesen und sonst immer kurz zurückgeblättert, weil mich der Rest. Ach, hier sehen wir nochmal die Stelle, ein kleiner Kampf. Also, ich fand insbesondere die ganze Pokémon-Werbung gut. Ach, scheiße, nein, das ist ja nicht die Kuronik. Nein, die Kuronik, nee, die wurde schon zerstört. Nee, wie gesagt, allgemein zu den Zeichnungen, was sagst du aktuell? Sind richtig gut, wenn man das mit dem ersten Kapitel vergleicht. Wenn man mit dem ersten Kapitel vergleicht, merkt man die großen Unterschiede. Kita Itzka hat innerhalb von 9 Monaten einen großen Fortschritt gemacht. Die Länge der Kapitel? Ist auch immer sehr schön. Ja. Da muss man nicht immer so lang. Da hat man immer gut was zu lesen. Es ist auch scheiße, wenn man 3-4 Mal durchblättert und das Kapitel ist vorbei. Ja, das ist halt das. Ranji hat pro Kapitel 30 bis 35 Seiten. Der ist halt sogar 42. Ach klar, als Starterkapitel. Was? Wann denkst du, geht die nächste Mission los? Vielleicht übernächstes Kapitel?
Ja, das stimmt. Denkst du, werden viele neue Leute im Raum sein? Ich rechne mit mindestens so 3 oder 4. Rechne ich auch. Also ich habe, glaube ich, aktuell 7 Charaktere, ich rechne mit 5. Ich denke jetzt nicht, dass er nochmal eine ganze Schulklasse auf einmal landen wird. Nee, das ist sowieso so ein komisches Gerücht. Ich hatte auch schon mit dem Dr. Faustus drüber gesprochen. Und er hat gesagt, wäre das nicht komisch, wenn in Japan jede Woche eine Schulklasse stirbt? Okay, das wäre doch... Ja, stell dir das mal vor, jede Woche eine Schulklasse. Naja, zumindest wäre dann wieder Platz in den Klassen. Außerdem, der Busfahrer ist auch in den Raum gekommen. Ah, ja. Und diese Guide-Touren, du weißt, die sind eben hingefahren, wo immer noch nicht wissen, wohin. In die Berge irgendwo. Denkst du, dieser Busunfall war inszeniert? Dass er passieren sollte? Nee, ja, okay. Und wenn ja, warum? Wegen Ganz. Na ja, gut, aber Ganz steuert Ganz, dass man stirbt? Das nicht, aber wir wissen nicht. Vielleicht. Warum wurde dieser Buspräsident verhaftet? Was steht auf dieser Website? All das sind Fragen, die jetzt offen sind und die einfach spannend sind. Man möchte wissen, wie es weitergeht. Aber natürlich wollen wir, glaube ich, alle erstmal die zweite Mission haben. Weil nämlich doch auch hier, ich meine, im Original Ganz, wo Kurunu und Kato sterben, da ist doch auch so, dass nicht so, dass die Ganzkugel das so gemacht hat, dass absolut. Nee, ich denke nicht, dass Ganz damit was zu tun hat. Okay, und aber gut, ist es außerdem ein neuer Ganz, Mann. Wir dürfen es nicht immer mit dem Alten vergleichen. Anspielungen wie Reka sind zwar nett, allerdings das ganze Gejaule darum, dass es so schnell geht, es ist keine Kopie des Ganz Mangas sozusagen. Wir haben hier immerhin was Neues, klar, Mission etc. ist gleich geblieben, aber wir haben zum Beispiel diesen Klassenraum als Raum. Es ist halt ein neues Tempo. Jeder Ganz Manga würde anders ablaufen. Selbst wenn Oku jetzt selbst Story und zeichnen würde, wird dieser Ganz Manga anders ablaufen als der erste. Ja, vielleicht wäre das Pacing noch langsamer, vielleicht wäre es aber auch sehr viel schneller. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass der Typ vielleicht die. Vielleicht hat er ja tatsächlich was gemacht, und um die Versicherung zu kassieren. Das stimmt, man weiß es halt noch nicht. Aber ja, was würdest du so für neue Leute im Raum wünschen? Naja, wär's mal mit 1, 2 Jungs mehr da drin. Ich meine, gut, ich habe nichts gegen weibliche Charaktere. Da wollte ich gerade fragen, aber das ist so komisch aus einem Mund. Ich meine, wir haben Kuruna. Wir haben, glaube ich, 5 Mädchen. 5 Mädchen. Und 2 Veteranen. Ja, da kann auch noch 2 Jungs können noch rein, theoretisch. Und machen wir noch ein Mädchen. Und noch eins, dann haben wir 11 Leute. Ja, dann machen wir auf 12. Würdest du mir junge Leute wünschen oder mehr ältere? Also so eine Mischung. Und ein Tier muss noch rein. Ja, mal schauen, ob ein Tier noch reinkommt. Was für ein Tier würdest du dir wünschen? Das ganz Krokodil. Ein Krokodil. Auch im Panda-Bär hatten wir drin, also ist es nicht unmöglich. Ein Dinosaurier. Das kommt nicht. Wieso, woher weißt du nicht? Vielleicht kann Ganz Sachen, die sterben, aus der Vergangenheit holen. Dann fällt dir noch ein kleiner Raptor im Ganzanzug vor. Ganz holt aber keine Toten aus der Vergangenheit. Weißt du gar nicht. Vielleicht kann der die Ganzkugel, kann das vielleicht. Das bezweifle ich. Dann taucht da auf einmal Musashi auf. Nein. Oder Nobunaga. Nee, wir bleiben mal. Würdest du wünschen von. Bei wem denkst du, wer wird sterben in der nächsten Mission von den 7? Also ich rechne dem Underground Idol nicht hohe Chancen. Ich weiß nicht, irgendwie, das sieht so nach Abschussliste aus. Irgendwie. Ja. Kuruna nicht unbedingt. Nee. Wobei, ich könnte mir vorstellen, Kuruna stirbt und der Veteran belebt sie wieder. Gut, und tatsächlich eventuell noch ihre Freundin. Die Brennschlange. Und Ikigami, die Schulpräsidentin. Ja, die wird wahrscheinlich allein. Wahrscheinlich hat die schon jetzt eine Fanbase. Weil die ist bestimmt super beliebt, aus irgendeinem unerdenklichen Grund und. Nee, bestimmt. Und Hachi? Ja, ne, die kann auch noch bleiben. Wie gesagt, ich glaube, das wären die am ehesten abgeballert werden. Also Underground und Idol und Brillenschlange. Underground und Idol und Brillenschlange. Und vielleicht ein Veteran, damit der andere Veteran der Grund hat, die wieder zu beleben. Tja, wird der Veteran den wiederbeleben oder wird der Veteran dann. Ja, denkst du, wir werden Nike überhaupt wiedersehen? Ist eine gute Frage. Aber wer hat denn das nochmal? Nike war der Typ, der mit dem Kuchen ohne den Kuchen da nicht leben kann. Ach so, der Typ, wo sie auch einen Sticker für ihn auf der Federtasche hat. Wo die so dritt da sind. Weiß nicht, irgendwie würde ich es nicht schade finden, wenn der nicht da wiederkommt. Ich fand den Typen irgendwie uninteressant. Das Problem war, er hat halt sehr viel die ersten paar Kapitel bis zu seinem Tod in Kapitel 5 diese Hauptrolle eingenommen als Hauptcharakter, weil Kuruna hat die ersten Kapitel überhaupt nicht wirklich geredet. Wir haben auch immer noch das Problem, Kuruna redet so wenig. Wir wissen, Kuruna macht sich im Gegensatz zu den anderen Mädchen zumindest noch Gedanken über die Sachen. Trainiert auch noch freiwillig außerhalb, denn wie der eine Veteran sagt, natürlich ist es gut, den Anzug zu haben, aber schon vorher körperlich stark zu sein. Deshalb fängt er an zu joggen ohne den Anzug. Kuruna macht sich zwar Gedanken drüber, trotz allem, sie bräuchte einfach mal ein paar Dialoge oder mal jemanden,
Was ich mir noch vorstellen könnte, dass sich die Gruppe vielleicht so in zwei Teile aufteilen würde. Kuruna und ihre Brillenschlangenfreunde und diese Kachi, die ja, denke ich mal, am meisten sowieso egal sein wird. Mhm. Und dann gegen hier Underworld Idol und Ikigami. Ach, da, also dann töten die sich eher selber, als das Alien zu jagen. Tja, ich denke mal, das Alien wird dann noch den Rest machen, aber ja. Ich bin schon mal sehr gespannt, was das nächste Alien wäre. Oh, ich bin auch schon sehr gespannt, was sich da wieder ausgedacht hat. Ich meine, das Alien, der Boss am Erdboden. Weißt du noch, dass das Biest Alien, wo wir uns alles Mögliche ausgemalt haben und alles dann kam, ja. Ein Pferd, Gorilla, Löwen, Flügelverschnitte. Ja, und da hätte man nie damit gerechnet. Nee, nicht in der Kombination, nein. Aber allgemein, die Aliens waren schon ziemlich abgedreht hier. Die Eulenkugeln und die Hasen und Hasenkopf und den langen Schlangenzungen. Aber die waren eigentlich noch lieb, glaube ich. So eine hätte ich mir nach Hause mitgenommen. Das ist in den Pokémon gefallen. Ja, die sahen auch wie Pokémon an manchen Stellen so. Oder der Gorillakopf. Ja, das ist ja auch. Und was, die Giraffe mit dem Krokodilkopf? Ja, das war der Elefant mit dem Nashornkopf. Ja, das hat ja die zwei Typen tot gemacht. Und da würde ich so sehen: Okay, jetzt fange ich dich, Nashornmann. Ja, ich hab's! 100 Punkte! Nee, wie gesagt, zu viel dazu. An sich gefiel. Dein Fazit bis jetzt zu Ganshi, 9 Kapitel. Finde ich super. Kann man nichts Schlechtes, kann ich dir nichts Schlechtes gegen sagen. Bis auf diesen Mini-Kritikpunkt mit hier, mit dem. Wie ist der? Nike. Mit Nike. Der ist mir so interessant, ich vergiss den Namen sofort wieder. Hast du dich mittlerweile an die Veterane gewöhnt? Ja, den vertraue ich doch jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Wie kommt das jetzt plötzlich nach einem Kapitel? Keine Ahnung, irgendwie sind die mir jetzt sympathisch. Zumindest glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass sie die wieder hintergehen wollen. Das war erst mein Gedanke. Denkst du, Fujimoto steht auf Kuruna? Ah, ich weiß nicht. Nur weil er die lobt. Na, lass mal noch ein Kapitel sehen und dann lass mich noch mal. Also wenn im nächsten Kapitel gar nicht vorkommen. Ja, dann hat das Kapitel drauf. Ich brauche noch mal ein Kapitel. Oder zwei oder drei. Und dann müssen wir noch mal drüber reden. Ob der noch tatsächlich auf die steht. Könnte mir irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht. Da hatte ich schon gedacht, bei dem Kampf gegen den Beast-Alien. Ich weiß, irgendwie kam mir das sofort in den Sinn. Ah, okay. Ja, müssen wir dann mal gucken. Da frage ich nochmal in 2 Monaten. Ja, dann werden wir vom Kapitel 10 haben, weil es so langsam geht. Ja, stimmt, ja, das müssen wir noch erwähnen. Zumindest kommen sie jetzt wieder, die Kapitel. Die Kapitel kommen, ja, okay, die Subgruppe hat sogar einen Grund genannt. Wieder ab und an werden die mir mal die Mirakel abholen. Die kann ich natürlich nicht jedem Mund holen, weil das Magazin bis auf Ganshi scheiße ist. Aber ab und an werde ich mir die Miracle Jump holen und dann gibt es natürlich immer eine Review mit dem Miracle Jump zum Ranchi-Kapitel. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen, aber das werde ich nicht jeden Monat machen. Vielleicht alle 3 Monate, auch da verspreche ich aber nichts. Wenn die Mission läuft, gibt es dann vielleicht mal öfter was. Mhm. So, und nicht vergessen, Ranchi Band 1 erscheint am 16. September. Könnt ihr bereits vorbestellen, müsst ihr unbedingt machen. Habe ich schon, du hast auch natürlich gemacht. Auch schon vorbestellt, also unbedingt vorbestellen ist jetzt im Vorbestellbar 16. September an G-Band 1. Ich bin schon sehr auf das Cover gespannt, leider ist es noch nicht raus. Leider noch nicht raus, dann werden wir uns bis September reduldeln müssen. Ist ja nicht mehr lange, ist ja schon August. August? Stimmt ja, genau. Mhm. Ja, genau, und dann würde ich mal sagen, mehr wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht. Weitergeht.